Und herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Let's Play von Donkey Kong Country Returns DKCR Donkey Kong Country 4 im Welt 8 Level 3 Schienenbarbecue. Und laut wie es aussieht, habe ich auch keine Ruckler mehr im Spiel. Wenn, dann ist das nur noch ganz selten der Fall. Aber bis jetzt läuft, finde ich, alles relativ sehr flüssig. Und bisher gefällt mir die Welt ganz gut. Das ist ein Schienenlevel, ne? Oh! Oh, das hat gerade kurz geruckelt, habt ihr gesehen? Das wusste ich noch. Bingo. So. Sehr schön. Oh, so ein Level ist das, wo ich nicht, wo ich mich nicht bewegen kann, ist zu gut. Oh Gott. Shit. Da hätte ich hochgemusst. Aber egal, ich gehe mal eben kurz baden. Perfekt. Oh. Vorausschauend fahren. Oh! Nein! Scheiße, da war ich gerade zu willkürlich. Ja, du Scheiße. Macht aber Spaß, das Level. Also mir gefällt die Welt sehr gut. Ich muss da nicht nochmal hoch, aber egal. Oh! Oh! Mist! Ich wusste, ich hätte mich ducken müssen oder springen müssen. Ein Fail nach dem anderen. Aber immerhin ist das einer der Level, die im Spielmodus einfach wären. Wenn man einen Treffer, ist man eh so oder so, glaube ich, weg. Man darf die Lore nicht verlieren. Ich überlege, ob ich vielleicht gar nichts drücken soll. Oh ja, außer bei, bei solchen Stellen. Oh, ich gehe, ich muss doch drücken. Scheiße. Na gut, dann muss ich wohl lieber doch drücken. Frag mich immer, bei wie vielen Fehlern sollte man anfangen zu cutten? Also das gerade finde ich, macht Spaß. Oh! Oh Gott. Na gut, und hör auf rum experimentieren und spring einfach, ey. Was ist dabei so weit? Richtig? Hä? Ihr habt das auch gesehen, oder? Da kommt dann wieder das Problem zu. Man will natürlich alles einsammeln, ne? Ja, will man auch. Voll den Sammeltrieb hat man in dem Spiel, ey. Da darf man im Spielmodus gar nicht drauf achten. Ne. Spielmodus will man einfach nur durch die Level durchkommen, ohne einzig mal getroffen zu werden. Da will man keine Sachen einsammeln. Nein, ich hätte der Bananenspur folgen sollen. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Komm, jetzt mache ich First Try. Mit Ansage. Mit Ansage mache ich jetzt First Try. Da habe ich meine Genki Yama erwischt. Oh. Na gut. Oh. Oh, immerhin Hälfte erreicht, ey. Ah, geht der Donkey auf den Lava baden. Apropos Lava, das erinnert mich an meine Lieblingswelt aus Rayman 2. Die Zuflucht von Fels und Lava. Hallo? Hallo? Ein Lava-Counter. So oft ist Donkey in Lava geschwommen. Ich hab's Puzzle! Ich hab's Puzzle! Lass ich nicht auf mir sitzen. Da, so ist besser. Boah! Boah! Boah!
Nein, das war nur, aber so lange geht das noch gar nicht. Wobei, ich denke, sind das 8 Minuten am gleichen Level. Kann sein, dass ich das vielleicht ein bisschen auch gecuttet habe. Werde ich dann in der Nachbearbeitung gucken, ob ich was schneide. Beweg mich nicht. Bingo, Baby! Also knapp 10 Minuten hat das Level gedauert. Also vielleicht werde ich in dem Video cutten, vielleicht auch nicht. Ich muss mal gucken. Das werde ich dann gucken, wenn ich Videos schneide. Oh. Gott, er begleitet der Husten nicht schon lange, ey. Ach, perfekt, jetzt muss ich nach Cranky Kong. Ich bekomme schon eine ewig keine Rente mehr. Jetzt muss ich in diesem alten Schuppen irgendwelche Krippel verkaufen. Na, viel Spaß. Oben meine Schlüssel. Dann knall mal los, entdecke alle Geheimnisse dieser Insel. Hm. Lass dich nicht von den Tickies schnappen. Okay, tschüss. Tschüss, Gran. Oder Wiedersehen, Papa. Rauchgipfel. Ah, vielleicht muss man öfters was trinken, ey. Der Rauchgipfel. Und ich raucht. Schön. Also, dass es davon nur 3 Level in dem ganzen Spiel gibt. Ah. Da kommt wieder gute Rumbi wieder zum Einsatz. Na, Rumbi? Wie geht's dir? Oh! Da hab ich mein Leben verloren! Habt ihr es gesehen? Der hat mich geschnappt. Der hat mich geschnappt, hat der mich. Schlage ich dir auf den Hintern. Mist. Oh, die geilen Dornen, nämlich den geilen Dornen-Level, ne, aus DKC2. Boah, hab ich auch mal wieder Bock zu spielen wieder, ne? Hab ich dazu ein Let's Play vor gemacht, aber. Lass mir noch einen. Shit. Mist. Oh, komm schon. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Vielleicht kommt. Vielleicht, wenn ich zurücklaufe. Vielleicht kommen dann respawn die ja wieder. Mist. Na gut, da muss ich halt einfach besser drauf achten, was ich hier mache. Aufpassen. Hä? Boah, das war Instant Kill. Na gut. Reden muss ich nicht nochmal, ne? Da war kein Puzzleteil, oder? So, ich möchte das aber einmal richtig machen, so wie man das auch macht. Ja, so. So geht das. Oh! Na, so geht das und lande fast im Abgrund, ey. Ich denke immer, dass der, wenn man so weit aus dem Bildschirm geht, dass er verschwindet, aber das ist ja kein DKC 1 oder 2 oder 3. Da wo die Figuren verschwinden, man sich so weit von denen entfernt, ey. Ich auf jeden Fall schon mal, dass die Dinger Instant-Kill sind, wenn man davon getroffen wird, ey. Oh, wirklich?
Rein theoretisch müsste ich das noch treffen können. Ja, perfekt. Mal aufpassen hier, ey. Oh! Oh! Ah. Ja, ich spiele bisschen zu vorsichtig gerade. Boah! Habt ihr das gesehen, wie ich da hochgeglitscht bin? Das funktioniert, das gelingt mir bestimmt nicht nochmal. Okay, ich dachte gerade, der Dings wäre gestorben, ey. Weggebloppt. Und dann so irgend so ein Blob ist auch ein Puzzleteil. Ah. Wurde einen rausgedrückt. Oh! Ja. Da ist das N. Scheiße! Ah, ich spiel zu vorsichtig, ey. Das ist so ätzend gerade. Wenn ich halt nichts verpassen will, das ist halt das Problem. Egal. Kommt. Oh ja, drück einen ganz großen raus. Hey, der hat nur mal ein Nashorn berührt. Ach ja, das ist wieder voll der Let's Fail Part wieder hier, ey. Puzzleteil vergessen. Ah ne, da hinten ist es. Boah. Boah. Alter Schwede. Ey, volles Rohr, ey. So. Gott. Mein Gott, ey. Also ich werde, glaube ich, definitiv, glaube ich, Part cutten ein bisschen. Deshalb werde ich jetzt schon, werde ich das Level runter schieben, ein bisschen kurz. Steinigst auf und ab. Oh. Meine ganzen Fails. Also entweder, wie gesagt, entweder cutte ich das oder ich mache extra noch den Part ein bisschen länger. Müsst ihr euch die ganze Zeit die scheiß Fehlerversuche anschauen, ey. Boah, das ist ein Riesentiki. Ah, okay, ich erinnere mich wieder daran. Oh. Ja, ich habe auf den Timer geguckt. Entschuldigung. Boah, ich habe, Alter, wie viele Leben ich verloren habe, ey. Wahnsinn. Schon lange nicht wieder so viel Leben verloren.
Ah, danke. Matsch. Da werde ich so Pflaumenmus verarbeitet, wenn ich da reinkomme. Hä? Oh Mann. Was ist heute los mit mir? Vor allem, was ist heute? Was ist mit mir in den Part los? Der letzte Part war so gut und jetzt ist ja irgendwie so voll alles mit Fails hier, ey. Boah, der geht aber ab, der. Ist klar. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt. Oh nein! Boah! Aha, aha. Ich hab dir das Leben gerettet. Aha, aha. Oh je, oh je, oh je. Und rein, und ich fall in die Lava. Boah! Da kommen doch noch die scheiß Bits. Boah! Ey, oh, ich hab Gott sei Dank, ich hab das Level noch erreicht. Boah. Oh, scheiße, Mann. Gott. Oh. Da wäre ich echt noch vor dem scheiß Tiki getroffen, ey. Ich fass es nicht. Na gut. So, bin ich ja nicht. Oder stör, ich muss erstmal mein ganzes Leben wiederholen, ey. Ich alle verbraten habe hier mittlerweile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Meine Herren, ey. Also der Part wird witzig werden, wenn ich den bearbeite. So, Revenge. Ah, ich erinnere mich auch wieder jetzt gleich an, oh, an ein scheiß Puzzleteil. Was ich auch lange Zeit erstmal nicht gerafft habe. Falsche Richtung oder was? So, Sache. Genau hier. Na gut, so schwer ist das eigentlich auch nicht zu raffen. Ah, ich habe das Puzzleteil nämlich schon verpasst. Na gut, dann muss ich das nachholen. Da muss ich von ganz Anfang an das Dekafass, also gerade an der Halbzeit, das Dekafass mitnehmen. Da ist nämlich das letzte Puzzleteil drin. Oh gut, jetzt habe ich doch noch einen Versuch. Ich hab's vermasselt. Ich wollte eigentlich, na egal. Nein. Boah. Wie gesagt, das ist ein sehr nettes Puzzleteil, nicht wahr? Ich muss danach zurücklaufen und das N holen.
Da haben wir es. Perfekt. Ich muss trotzdem gleich das N holen noch. Aber ich bin froh, dass das aber einer dieser einfachen Bonuslevel sind, ey. Und nicht diese eine scheiß Fassschießerei, die ich immer Angst habe zu vermasseln. Was bisher, glaube ich, schon eine Signal passiert ist, glaube ich, oder? Wo ist nicht. Wo lässt er mich raus? Der hat mir kein Leben, oder? War nur ein Puzzleteil, ne? Genau, Diddy, guckt Kong Donkey Bump, Diddy, guckt Donkey Bump Blasen zu. Scheiße, Mann! Oh Gott, das Level macht. Das Level, ne? Das bringt einen wieder auf Heißgeld, ey. Da. Bingo. Oh, Bingo, Baby. Und auch noch das DK gesammelt. Perfekt. Correcto Mundo, Baby. Und alle 7 Puzzleteile. Cherries. Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen, da würde ich mich darüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Es kostet euch auch nichts, ihr müsst lediglich nur unten rechts auf den Abonnier-Button klicken. Und vergesst aber bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, um über alles informiert zu bleiben. Und damit verabschiede ich mich und wir sind im nächsten Part, wenn es heißt Schmelzige Tiegelhöhle. Schmelztiegelhöhle. In meinem Let's Play von Donkey Kong Country Returns. Und tschüss.